So viele Kinder haben ein mangelndes Mengenverständnis. Aber damit haben sie überhaupt keine Chance, ein guter Rechner zu werden. In diesem Video möchte ich, dass du herausfinden kannst, wie es um das Mengenverständnis deines Kindes steht und wie du gegebenenfalls einige Lücken schnell und sicher mit deinem Kind beheben kannst. Hallo, mein Name ist Diana Wegel. Ich bin Lehrerin, Autorin und Gründerin vom virtuellen Klassenzimmer, einer Lernplattform, mit der Kinder mit Spaß und Leichtigkeit lernen können. In mein virtuelles Klassenzimmer kommen sehr viele Eltern, die wirklich schon viel Kraft und Mühe da reingesteckt haben, mit ihrem Kind ein Mengenverständnis aufzubauen. Denn irgendwann, und vielleicht ist dir das auch schon passiert, haben sie gehört, ab einem bestimmten Punkt sollten die Kinder nicht mehr mit den Fingern zählen, sondern sie sollten ein Mengenverständnis aufgebaut haben. Nun beobachten genau diese Eltern aber bei ihrem Kind, dass es doch immer wieder zu den Fingern zurückgreift. Und da ist es ein ganz logisches, wahrscheinlich Vorgehen, dass man sich auf die Suche begibt, okay, was kann ich machen, was kann ich meinem Kind geben, dass mein Kind von diesen zählenden Rechnen wegkommt und Plusaufgaben, Minusaufgaben einfach automatisiert über die Menge lösen kann. Da wird dann dem Kind schon das ein oder andere Arbeitsblatt mehr aufgetischt, in der Hoffnung, dass es irgendwann Klick macht und das Kind die Finger nicht mehr benutzen muss, weil es einfach genug Übung hat. Aber dein Kind braucht auch die entsprechenden Strategien dazu. Im ersten Schritt eben das Mengenverständnis, um das es heute gehen muss, um sich überhaupt von den Fingern als zählendes Instrument lösen zu können. Und wir müssen einmal genau schauen, was macht denn dein Kind da mit den Fingern? Die Finger zu benutzen ist grundsätzlich ja nicht komplett verkehrt. Doch was wir nicht wollen, ist, dass dein Kind die Finger als zählendes Hilfsmittel benutzt. Dazu vielleicht jetzt etwas mathematisch und du musst dir die Begriffe auch gar nicht merken. Schau mal, wir haben den ordinalen Zahlenaspekt und den kardinalen Zahlenaspekt. Beim ordinalen Zahlenaspekt, das ist dieser Zählaspekt. Also wenn ich zu deinem Kind sage, zeige mir 6 und dein Kind macht 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann ist das der ordinale Zahlenaspekt. Und viele Kinder oder einige Kinder, die eben immer die Finger als zählendes Instrument benutzen, haben sich von diesem ordinalen Zahlenaspekt noch nicht gelöst. Wir wollen, dass dein Kind mit einer Selbstverständlichkeit den kardinalen Zahlenaspekt verwendet. Wie gesagt, keine Sorge, du musst dir diese Begriffe nicht merken, nur dass dir der Unterschied klar ist. Wenn du zu deinem Kind zum Beispiel sagst, zeige mir 6 und dein Kind macht automatisch so, dann ist das wunderbar. Dann kann dein Kind das als Anschauungsmaterial benutzen. Also wenn es zum Beispiel heißt, rechne 6 minus 2 und dein Kind macht dann, hat dann 6 und klappt 2. Siehst du den Unterschied? Ich klappe 2 mit einmal weg. Ich mache nicht 1, 2, sondern ich klappe 2 mit einmal weg. Und jetzt habe ich hier das Ergebnis und jetzt fange ich nicht an. Im schlimmsten Fall berührt dein Kind mit den Fingern sogar noch die Nase. Also das ist ein Aspekt, wo es sich lohnt, da etwas genauer zu gucken. Das könnte etwas kritisch sein. Aber wenn dein Kind jetzt hier abzählt, ist es wieder der ordinale Zahlenaspekt. Wenn dein Kind aber hier die Menge erkennen kann, weil es ein Urvertrauen hat, ach, ich weiß, so sieht die 5 aus, so sieht die 6 aus, so sieht eben die 4 aus, dass es da ein Vertrauen drauf hat, dass es das eben weiß und dann kann es die Menge direkt ablesen. Das ist dann der kardinale Zahlenaspekt. Und dafür die Finger zu benutzen, ist insbesondere in der ersten Klasse überhaupt gar kein Problem. Nur wir wollen eben, dass dein Kind von diesem zählenden Rechnen wegkommt. Wie schaffen wir das? Indem wir deinem Kind helfen, ein Mengenverständnis aufzubauen. Leider ist es so, dass das Mengenverständnis in der Schule häufig ein bisschen
stiefmütterlich behandelt wird oder vielleicht auch so ein bisschen als Selbstläufer vorausgesetzt wird. Aber das ist leider nicht so. Wir müssen, oder dein Kind muss wirklich ausreichend Zeit haben, und da können wir die Zeitspanne wenig vorgeben, weil jedes Kind da auch ein Stück weit weg unterschiedlich ist. Dein Kind braucht einfach die Zeit, die es braucht, um dieses Mengenverständnis aufzubauen. Und jetzt ist es leider in der Schule häufig so, dass zum Beispiel die Plusaufgaben, mit denen es ja häufig dann losgeht, erst die Plusaufgaben, dann die Minusaufgaben, dass die Plusaufgaben viel zu früh eingeführt werden. Es wird viel zu früh mit den Plusaufgaben angefangen. Da ist das Mengenverständnis noch gar nicht ausreichend ausgeprägt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich in meinem virtuellen Klassenzimmer, also beim Eltern, die mit dem virtuellen Klassenzimmer arbeiten, da kommt erst im Meilenstein 5, also erst im Themenbereich 5, thematisieren wir zum ersten Mal die Plusaufgaben. Vorher geht es um das Mengenerfassen, Vorwärts- und Rückwärtszählen, dass das einfach sicher fundiert ist, um die verliebten Zahlen und um den, ich sag immer, um den kleinen Endgegner des Zerlegens. Und wenn dein Kind das verstanden hat, alles von der Menge her zu verstehen, nicht weil ich mich dahin gezählt habe, dann sind die Plusaufgaben eigentlich ein Selbstläufer. Ja, weil wenn zum Beispiel schon mal dein Kind beim Zerlegen verstanden hat und sicher benennen kann, dass ich die 7 in 3 und 4 zerlegen kann, ja, glaubst du, dein Kind wird dann noch Schwierigkeiten haben mit 3 plus 4? Dein Kind muss dann gar nicht mehr die Finger als zählendes Hilfsmittel benutzen, weil es eben mit einer Selbstverständlichkeit verinnerlicht hat, dass ich die Menge 7 zerlegen kann in die beiden Teilmengen 3 und 4. Und das üben wir im virtuellen Klassenzimmer einmal mit den Zahlenhäusern, aber das kann man eben super auch im Alltag üben, ganz spielerisch, sodass das Kind gar nicht merkt, oh, ich mache jetzt hier Mathe oder ich muss jetzt hier 3 Arbeitsblätter mit Plusaufgaben ausfüllen, sondern ganz spielerisch, sodass dein Kind das wirklich dauerhaft und als Selbstverständlichkeit verinnerlicht. Und dann sind die Plusaufgaben in diesem Bereich dann eigentlich auch ein Selbstläufer für dein Kind. Und heute hier in diesem Video habe ich etwas ganz Besonderes für dich, denn ich möchte, dass du die Chance hast, direkt mit deinem Kind in die Praxis zu gehen und einmal schauen kannst, okay, wie steht es denn um das Mengenverständnis deines Kindes? Ich werde oft gefragt, ob man das virtuelle Klassenzimmer denn einmal testen kann. Und genau das kannst du heute machen. Wenn du unten in die Beschreibung schaust, habe ich dir 2 Lernräume, also 2 Meilensteine aus meinem virtuellen Klassenzimmer mitgebracht, mit denen genau du heute überprüfen kannst, wie sicher das Mengenverständnis deines Kindes ist. Und diese 2 Meilensteine sind einmal das Mengenerfassen bis 10, also wenn dein Kind jetzt zum Beispiel in der ersten Klasse ist oder Anfang zweite Klasse, würde sich das gut eignen, dass du wirklich gucken kannst, hat dein Kind da bei der Basis ein sicheres Mengenverständnis? Und für die fortgeschrittenen Kinder habe ich mitgebracht den Zahlenraum bis 100. Da macht es uns die deutsche Sprache ja wirklich super schwer, weil wir die Zahlen andersrum sprechen, als wie wir sie schreiben. Und das können wir wirklich super mit diesem Meilenstein im virtuellen Klassenzimmer überprüfen und deinem Kind da Sicherheit geben, sodass es wirklich einfach und schnell Mengen verinnerlichen kann und dann im nächsten Schritt sicher damit rechnen kann. Aber wenn wir uns dafür nicht die Zeit nehmen, funktioniert es leider danach nicht. Also wenn du es mit deinem Kind ausprobieren möchtest, findest du unten in die Beschreibung den Weg direkt in mein virtuelles Klassenzimmer und du kannst es ganz kostenfrei diese beiden Meilensteine mit deinem Kind ausprobieren. Dabei wünsche ich euch ganz viel Freude. Thank you.